Eine überraschende Verhaftung von Elgir und das Freikommen dokumentiert in Farid Bangs Livestream. Was da alles passiert ist, und es ist einiges, das seht ihr nach dem Intro. Mein Name ist Manu und ihr seht Webtastisch. Heute Mittag wurde Rapper Elgir völlig überraschend von der Polizei festgenommen. Wie der Rapper in einem Livestream, den er während seiner Verhaftung startete, erklärte, wurde somit ein Haftbefehl gegen ihn ausgeführt. Da die Polizeibeamten ihm sein Handy jedoch nicht wegnahmen, konnte er trotz Handschellen Videos posten. Eigentlich sollte er eigenen Angaben nach 40 Tage hinter Gittern sitzen. Am Ende war er aber nur ein paar Stunden im Knast, was er seinem Freund Farid Bang zu verdanken hat. Dieser stellte die geforderte Kaution und holte damit seinen Kumpel in kurzer Zeit aus dem Knast. In einem Livestream auf seiner Insta-Seite dokumentierte er den Prozess. Elgir! Elgir, oh, was macht der denn da? Elgir! Ich hab dich so vermisst die ganzen Stunden! Bruder, ich hab... Abdel, ich hab dich vermisst. Hey, gut, dass du Attackern hast. Wir müssen jetzt zum Fotoshooting. Gut, dass du Attackern hast. Wir müssen jetzt zum Fotoshooting. Hey, hast du gefastet oder nicht? Abdel? Abdel, hast du gefastet? Ehrlich jetzt? Boah. Unterschreibst du jetzt? Ich hoffe, alles ab sofort Banger muss. Auch Fußballstar Franck Ribéry war in Farid Bangs Livestream beteiligt und zu sehen. Dabei führten die beiden ein sehr unterhaltsames Gespräch, was wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Ey, Franck Ribéry, how are you, brother? Wie geht's, Bruder? Alles gut? Wo machst du Urlaub? Geil, Ribéry, Legende, bester, einer der besten Spieler, die Bundesliga je gehabt hat. Wallah, you the best. Say hello to your family. Franck, sag hallo zu alle, Bruder. Rakai. Rakai Soka. Best man. Love. Alles gut, Franck. Ich bin hier gerade am Chillen. Wie Trainingslager, Bruder. Ja, geil. Du Urlaub, musst jetzt Urlaub machen, Franck. Jetzt ist es schade. Ich muss jetzt hier in Trainingslager, guck. Sprint. Hier, Sprint. Ja, erste Bundesliga. Ich komme auch. Ah, stimmt, Samstag Finale DFB-Pokal gegen Leipzig. Normal. Stimmt, Bundesliga ist vorbei. Geil. Ja, inshallah machst du das. Dein Tor war legendär, dieser Lupfer. Du hast es noch geschafft, im letzten Bundesligaspiel noch diesen. Habt ihr das Tor gesehen von Franck Ribéry? Brutales Tor. Ja, ich weiß, du kennst auch. Ich weiß. Franck. Du kennst auch von Marseille in Düsseldorf. Franck, du kennst das nur von Marseille, diesen, ich weiß, bevor du Fußball gespielt hast. Ich weiß, Bruder. Ich erkenne dich. Geil. Cool, Mann. Wir warten hier auf Elgir. Der muss jeden Moment kommen. Aber. So. 10.000 Zuschauer haben wir. Noch viel Erfolg, Bruder. Ich drücke dir die Daumen beim DFB-Pokal. Und inshallah nach Ramadan und so sehen wir uns. Dann gab es noch einige interessante Szenen, als Farid Bang auf Elgir gewartet hat
unter anderem mit Ahmad Patron Miri. Auch das wollen wir euch nicht vorenthalten. Das ist echt eine überflüssige Frage, immer ständig ist mit dir und Kolle alles gut. Immer ist mit mir und Kolle alles gut. Immer ist mein Bruder und ich auch seiner und wir sind immer als Team. Das steht doch außer Frage, Leute. Was ist denn los mit euch? Was ist denn? Hassan, yo no he hecho nada. A mí no me pueden condenar. Scheiße. Ja klar, kannst du dich an Patrick from Sweden erinnern? Ja, selbstverständlich. Ja, freilich. Rabimon, Tag ein, Tag aus. Du lebst in diesem Film. Ari 021. Melao. So, die Nächsten. Da wollen die Nächsten hier. Was geht, Junge? Haben die dich auch gerade aus dem Knast entlassen? Nee. Ja, sehr gut. Bist du unschuldig? Komm, wir sind ein Foto machen. Ja, gerne. Klar, komm. Danke, super gut. Super, viel Spaß euch, ja? Danke, ciao. Hallo, dass du da nicht landest, ne? Nee, das machen wir nicht. Ja. Ciao. Sonst muss ich dich auch hier rausholen. So. Ja, wann kommt der denn, Junge? Wo ist er denn? Wo ist denn der Elgier? Wo ist er denn? Abdallah! Ich schwöre, jetzt gleich muss er noch mit mir diese Fotoshooting machen, 100%. Ich schwöre auf alles, gestern Iftar auf seinen Nacken, heute Knast. Der hat so ein Glück, sonst hätte ich ihn niemals rausgeholt. Nur weil er mir gestern mich zum Essen eingeladen hat. Boah, was mich das wieder gekostet hat. Wäre ich gestern gar nicht zum Essen gekommen, Alter. Hallo. Hi. Kriegen wir noch ein Foto hin? Ja, klar. Ja? Ich hörte gerade. Ja, ich bin hier gerade live die ganze Zeit und hab hier den Kollegen befreit. Oder was heißt befreit? Freigekauft. Ja, hab ich gehört. Mein Sohn war letztens noch im Konzert. Echt? Ja, ja. Von dem? Ah, ich wollte gerade sagen. Der ist hier öfter im Knast. Achso, wer ist denn hier gewesen? Den, auch ein Rap-Kollege. Ich bin gerade live, deswegen. Alles gut. Also, ich muss erstmal eins für die Kollege machen, wo ich nicht drauf bin. Ja. Ja, ja, ist eins für okay. Die Kollege. Dann müssen wir nochmal eins machen. Oder hier, Herr Cementi. Ja. Sie können gerade ein Foto machen. Von uns beiden. Hier hin, ich bin hier. Will ich Hallo sagen? Ist okay? So flippt aus. Okay. Ja, genau. Danke. Schöne Grüße an Paris. Ja, sehr gut. Hat heute das gute Wetter verpasst. Ja, hoffentlich haben die jetzt auch. Ja, ne, haben die bestimmt auch. Du, danke, ne? Und die schöneren Frauen. Ciao, Meister. So, weiter geht's. Weiter geht's hier. Farid, morgen Essen auf deinen Nacken. Ich komme nicht in den Knast. Onkel D. Boah, Onkel D ist auch witzig. Ich müsste euch mal seine Seite reinziehen. Sehr witziger, junger Mann. Sehr viel schwarzen Humor. Wenn man das so sagen kann, ne? Richtig, richtig geil. Onkel D, sehr, sehr geiler Typ. Der meint wohl mich.
Ja, dann darf man nur nicht die Anstalt sehen. Habt ihr das gehört? Ja, dann film ich einfach im... Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos für euch, die ihr gerne abchecken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.